So, da haben wir wieder ein Extremo. Die sich da fröhlich und feucht rumdudeln. Torus. Brauchen wir jetzt nicht, sondern unseren anderen lieben Freund. Und dann kann ich direkt mal gucken, ob es da noch eine andere Waffe gibt. Ich glaube zwar nicht. Aber. Ist ja egal. Ach, das wollte ich übrigens auch nochmal machen. Ja, Putze. Putze, du Putze. Ja, das reicht auch schon. Das sollte jetzt auch nicht sexistisch oder diskriminierend sein, sondern einfach nur, weil diese komische Melodie hier sowieso bei den Buttons dabei ist. Hallo. Und ich möchte einen Zwischenbericht abgeben. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut. Ich weiß noch nicht genau, was bin... Natürlich weißt du genau, was die vorhaben, aber du bist einfach nur zu blöd. Naja, dann nicht. Was ist mit ihm hier, Gardist? Für Gomez. Können wir uns hier vielleicht mal ein bisschen was... Richtschwert. Ich probiere mal gerade was aus. Was passiert denn, wenn ich mir dieses Richtschwert nehme? Du Ratte, Finger weg! Hier zeig ich! Der Typ verdrückt sich! Ich verdrück dich gleich mal hier. Das war natürlich ziemlich dämlich und natürlich habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich da jetzt groß was anrichten kann, aber ich dachte, vielleicht können wir es mal ausprobieren, ne? Und so. Ja, voll geil. Okay. Lad mal schneller, dann kann ich nämlich noch was anderes ausprobieren. Wenn ich nämlich einfach mal hier hingehe. Okay, was passiert, wenn ich den Schinken nehme? Schinken interessiert keinen, Besteck auch nicht, Fleischwanzragout auch nicht, Wein auch nicht, Wurzelsuppe auch nicht, Schüssel auch nicht, Becher auch nicht, Käse auch nicht, Brot auch nicht, Schinken auch nicht, Becher auch nicht, Wein auch nicht, Kerzenständer auch nicht. Das ist, wenn ich mich direkt hier vor dir hinstelle und das nehme. Auch nicht. Wenn ich mich hier hinsetze, sagen die auch nichts. Sehr wichtig, sehr gut. Den anderen Kerzenständer würde ich gerne noch mitnehmen. Also wenn ich schon alles mitnehme, dann auch alles und nicht nur... Also den Kerzenständer, also einen Kerzenständer kann ich jetzt nicht hier stehen lassen. Dann tanze ich mal lieber eine Runde auf dem Tisch. So, dann kann ich ihn noch mitnehmen. So, sagen die jetzt was? So von wegen... das ist voll geklappt. Hallo. Wer bist du? Sie nennen mich Ska. Denn er hört sehr abwechslungsreiche und coole Musik. Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Ja. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt... gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Okay. Interessant. Und was ist der andere Kollege hier? Kann ich da mal vorbei? Alles klar bei dir? Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Nicht, gut. Hallo! Okay, die scheinen da alle nichts gegen zu haben, dass ich mich hier reich bediene an deren Frühstückstisch. Aber, na gut. Was passiert dann, wenn ich hier nochmal speichere? Zack. Und dann mal voll cool
einfach hier hochgehe. Kommen die mir dann hinterher? Da vorne steht eine Wache. Was passiert, wenn ich hier einfach an die Tür gehe? Ich kann ja irgendwie leider noch nicht... Kann ich schleichen schon? Ach doch, X. Ich dachte, das wäre C. Weil wegen Call of Duty und so. Schade. Zack, 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 zack. Nee, zack, 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 zack. Zack, zack, nee, zack, 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 nee. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, zack, Mann, zack, eins, zwei, drei, vier, fünf, zack, zack. Boah, das hat jetzt aber auch gedauert. Besteck, Harnisch, Amulett, Trank der Geschwindigkeit, sehr geil, Extrakt des Lebens und exakt. Extrakt heilender Kraft. Nice. Dann räumen wir jetzt mal hier ein bisschen die Bude aus. Jagd und Beute. Den Kerzenständer würde ich gerne mitnehmen. Macht er nicht. Ich mache erstmal die Tür zu. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir gesehen werden. So. Dann kann ich nämlich hier einmal zum Kerzenständer rüberschleichen. Und den immer noch nicht nehmen, weil er irgendwie im Tisch feststeckt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der ultimative Wert, den wir jetzt vermissen, wenn wir einen Kerzenständer klauen. So. So. Zack, an die zweite Kiste. So, das war der gleiche Code wie gerade eben und da ist auch genau das gleiche drin. Und das wird jetzt bei der dritten Kiste wahrscheinlich genauso sein. Oder wird es genauso sein? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Und zack, zack, zack. Ups. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So. Und genau wieder das gleiche drin. Im Regal steht nichts. Das ist ein Ofen, damit kann man generell nichts anfangen. Ich meine, wer braucht schon einen Ofen, ne? Da ist noch ein Regal, da ist auch nichts drin. So, dann krümmeln wir uns mal wieder hier raus. Machen die Tür ordentlich wieder hinter uns zu. Hallo Wache. Für Gomez. Gut, die haben noch nichts gemerkt irgendwie, weil die sowieso nichts merken anscheinend. Dann speichere ich mal hier gerade unter Nummer 3. Da haben wir schon länger nicht mehr gespeichert, wie man sieht. Und dann schleiche ich mich mal hier rein. Mach die Tür natürlich wieder hinter mir zu. Manchmal ist das blöd, dann sitzen auf einmal Leute in dem Raum, wo man gerade reinbricht. Ih, du hast da reingebrochen. So. Okay, das ist ein anderer Code. Rechts, links, links, links. Rechts, links, links. Rechts? Ja. Man kriegt da langsam so ein Gespür für. Also jetzt haben wir schon ganz schön viele von diesen blöden Amuletten. So. Kriechen wir jetzt mal hier im Kriechgang hoch. Ne, nicht den Tisch hoch, sondern da hinten liegt noch ein Buch. Bücher sind allgemein sehr interessant. Lalala, das magische Erz. So. Kerzenständer, bitte. Kerzenständer. Anderer Kerzenständer. So. Man darf auch nicht alles.
doch wohl was dran sein. Vermisst doch jemanden und du bist voll. Ich dachte. Und wieder zu. So. Jetzt nochmal speichern unter Nummer 3. Haben die was gemerkt? Haben sie nicht. Gut. Was passiert, wenn ich jetzt in den Raum hier reingehe? Reinschleiche, besser gesagt. Kommen die dann hinterher? Nö, da sagen die gar nichts. Weil ich bin ja der Oberboss Schatten. Gut, Regal ist leer. Da ist eine Truhe und ein Buch und ein Kerzenständer. Kampfkunst. Zack. Und Kerzenständer. Kerzenständer? Kerzenständer, Kerzenständer. Also wir können nachher ein Kerzenständer-Geschäft aufmachen. Oder ein Männerbordell. 3, 1, 2, 3, 4, nee. 1, 2, 3, 4, 1, 2, nee. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. Amulett der Stein. Alter, 1000 ist das wert. Bier, Wein und exakt heilender Kraft. Dann haben wir da noch eine Tür. Spiel speichern. Nochmal unter Nummer 3. Zack. Ah, eine Tür, die abgeschlossen ist. Nice. Mist. Ah. Jawohl. Was ist das hier? Irgend so eine Art Lagerraum? Mit noch mehr Truhen, die irgendwie... ein bisschen... Oh, Alter, das ist jetzt ein komplizierter Code. 3, nee. 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1, 1. 2. Nee. Rechts, links, links. Rechts, rechts. Links, links. Nee. Rechts, links, links. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts. Offen. Schinken, 32. Alter. 32 Reisschnaps, 47 Fleisch, 56 Bier und 31 Wein. Ich glaube, wir haben einen kompletten Vorrat für das ganze Lager gerade ausgeräumt. Links, nee. Links, links, links. Links, links, rechts. Rechts, links. Links, links, rechts. Rechts, rechts, links. Links. Links, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, Besteck, Pokal, Alter, 500 Erz, da können wir uns gleich 50 Dietriche von holen und mega viele Münzen haben wir hier noch, die sind aber alle leider nichts wert. Zack, Alter, was wie wir hier absahnen einfach. Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, offen. 2 rostige Schwerter, 2, 3 verwitterte Äxte. Wunderbar.